Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 3. So, wir haben uns zuletzt unser Schiff angeschaut, was die Allianz jetzt damit so im Großen und Ganzen angestellt hat. Uns fehlt auf jeden Fall noch die Shuttlebucht. Dann müssen wir uns vielleicht noch ein klein wenig im Kampfinformationszentrum umschauen und dann geht es auch schon los. Aber jetzt erstmal runter zur Shuttlebucht. Da ist der Hund, von dem wir gelesen haben. So, Leutnant Cortez. Lieutenant Steve Cortez, Shuttle-Pilot. Ich habe Neuigkeiten über unsere Nachschubketten. Ja, still Sehr bequem. erfreut, Lieutenant. Was gibt's zu melden? Tut mir leid, dass ich Sie so überfalle, aber ich habe mit meinen Aufgaben alle Hände voll zu tun. Es ist immer so. Sie sollten sich entspannen, Esteban. Interessiert Sie das? Oder spricht da wieder nur das Cerveza? Also, was ist mit unseren Nachschubketten, Lieutenant? Die Nachschubketten der Allianz sind ein Chaos, aber die Wirtschaft der Citadel läuft noch. Ich habe die Citadel-Händler im Netzwerk. Sie können auswählen und einkaufen von dieser Konsole aus. Wenn ich ein Geschäft einbinde, sage ich Bescheid. Die Lieferung zur Normandy ist teurer, also sollten Sie nötige Vorräte lieber kaufen, wenn Sie vor Ort sind. Sie sind also mein Shuttle-Pilot und richten Nachschubketten ein? Ich wurde nicht als Pilot angeheuert. So etwas braucht man im Trockendock nicht. Ich habe die Nachrüstung des Frachtraums überwacht. Außerdem bin ich bestens vertraut mit der Bedienung und Wartung des UT-47 Kodiak und des M-44 Hammer. Bei meiner Erfahrung war es sinnvoll, nach dem Verlassen der Erde als Shuttle-Pilot zu arbeiten. Zumal Mr. Vega Kollisionen sehr zu schätzen scheint. Rettung, Pendejo. Außerdem kümmere ich mich um die Logistik, damit Waffenkammer und Shuttle aufgefüllt und gewartet sind. Super. Okay. Waffenkammer. Verwalten Sie die Waffenkammer? Ja, zusammen mit unserem erlauchten Mr. Vega. Auch wenn die einzige Waffe, die er regelmäßig wartet, er selbst ist. Darauf stehen Sie doch total, Esteban. Als erstes haben wir die Waffenkammer von Deck 2 nach unten verlegt. Keine Ahnung, was Cerberus sich dabei gedacht hat. Jetzt heißt es raus aus dem Fahrstuhl, Ausrüstung gepackt und rein ins Shuttle. Wie auf der ursprünglichen Normandy. Willkommen zurück in der Allianz, Commander. Okay, macht militärisch auf jeden Fall Sinn. Wie lange sind Sie schon bei der Allianz? Etwa 10 Jahre. In der ersten Flotte auf der SSV Hawking, ich habe hauptsächlich F-61 Tridents geflogen. Ich liebe die Trident, sie tanzt praktisch. Ich habe an meinem Vogel immer sehr viel rumgebastelt und dabei auch einen Ruf erworben. Sie fliegen und reparieren also Jäger? Ja, und ich habe auch ein Talent für Beschaffung. Allerdings hielt man es dann doch für sinnvoller, dass ich ein Flugdeck kommandiere. Vor 5 Monaten wurde ich auf die Normandy versetzt, um die Modifikationen des Frachtraums zu überwachen. Das ist auf jeden Fall gut. So, okay, Bodenfahrzeuge. Wir müssen das Ding ausschalten, damit Hammer landen kann. Er kam zur Nachrüstung ins Tech-Labor. Für die Mobilität bei einem so kleinen E-Zero-Kern wurde bei der Panzerung gespart. Das wollten die Techniker im Labor verbessern. Nach der Reaper-Invasion ist das Labor bestimmt nur noch ein Haufen Schutt. Tja. Okay, also kein Radfahrzeug am Boden. Was ist mit dem Shuttle? Das Kodiak sieht etwas anders aus. Sehr gut beobachtet. Das ist das UT-47A Kodiak. Mit einem verbesserten E-Zero-Kern und prototypischer Tarntechnologie auf Basis der Normandy. Ich kann sie praktisch überall unentdeckt rein- und rausbringen. Sie fliegt wie ein Ziegel, darum braucht man einen guten Piloten. Mhm. Jogger bleibt auf der Normandy. So, okay, dann noch ein bisschen was Privates. Sie waren auf der Erde stationiert. Haben Sie dort Familie? Ich bin ein Einzelkind. Meine Eltern sind lange tot. Als ich auf Ferris Fields stationiert war, hatte ich dort einen Ehemann. Die Kollektoren haben die Kolonie ausgelöscht. Einen Ehemann? Mein Mann auch. Ich will darüber nicht reden. Okay. Gut. Sehr offener Umgang. Ist okay, kann ich akzeptieren. Weitermachen, aber nicht umbringen lassen. Ja, Commander. So, okay. Waffenupgrades. Modifizierungsstation. Waffenupgrades. Okay, hier können wir einkaufen. Wobei das hier eben teurer ist, als wenn wir das direkt irgendwo vor Ort. Ja, wobei die Upgrades sind gleich. So. Hier haben wir noch was Neues.
Die ist neu. Okay, gut. So, dafür hatten wir noch Module gehabt. Konzentrationsmodul nehmen wir auf jeden Fall. Und die Laufverlängerung, damit richten wir dann mehr Schaden an. Das nehmen wir auch auf jeden Fall. So, okay. Dann, das ist modifiziert. Haben wir hierfür? Da haben wir noch nichts für. Okay. Dann bin ich soweit erstmal einverstanden. Geld knalle ich im Moment nichts raus, weil ich bin mir nicht sicher, wie viel wir haben. So, James. Hey, Shepard. Wie lief's mit dem Rad? Wie immer. Unverbindlich, nicht hilfsbereit. Aber ich wette, Sie sollten trotzdem was für Sie tun, richtig? Ja, wir retten einen turianischen Primarchen von Pelavin. Wird sicher lustig. Ich war noch nie auf der Heimatwelt der Turianer. Gibt's einen Grund, warum Sie hier sitzen? Der Typ ist ein Viech. Ich wollte nur plaudern. Habe ich immer so gemacht mit meiner Crew. Toll. Ich wüsste nicht, was es zu reden gäbe. Meine Dienstakte kennen Sie bereits. Interessiert mich aber nicht. Nein, als wir uns kennenlernten, hatte ich keinen Zugriff auf Personalakten. Richtig. Hatte ich vergessen. Und... Ob Sie wohl gleichzeitig tanzen und reden können? Oh. Ich werde schon hinkriegen. Probieren wir es halt. Okay, Loco. Tanzen wir. Übertreiben Sie es nicht, Vega. Im Alter kommt Weisheit und Rang. Okay. Sie klingen wie mein alter Vorgesetzter. Ach ja? Und wer war das? Captain Tony. Er war ein knallharter Mistkerl, aber ein guter Anführer. War? Ist gefallen. Mit dem Großteil meines Trupps. Beim Schutz einer zivilen Kolonie während eines Kollektorenangriffs. Und die Kolonie? Entweder sie oder unsere Infos über die Kollektoren. Mit denen wir sie hätten vernichten können. Ich habe die Infos genommen. Tut mir leid. Schwere Entscheidung. Das Beste war, dass wir die Infos am Ende gar nicht gebraucht haben. Weil sie die Galaxie gerettet haben, indem sie die Heimatwelt der Kollektoren erledigt haben. Das wussten sie nicht. Sie trifft keine Schuld, Vega. Wer sagt, dass ich mir die Schuld gebe? War geraten. Auch noch Seelenklempner? Nein, aber die Aktion auf dem Mars war Leichtsinn. Glück, dass sie noch leben. Und? Und? Ist ihnen dann egal, ob sie leben oder sterben? Oder vielleicht... Bin ich einfach nur bereit, alle... Vielleicht sind sie das. Aber wenn sie nur halb so gut sind, wie ich glaube, brauchen wir sie lebend. Danke für die Motivation. Jederzeit. Hey, danke für den Tanz, Loco. Loco? Loco, hä? Kann mir auch was Schlimmeres einfallen lassen. Solange Sie wissen, wer das Sagen hat, können Sie mich nennen, wie Sie wollen. Und das vergesse ich nicht. Dass du mich nennen kannst, wie du willst, oder wer das Sagen hat? Na, Modell der Normandy S1. Sehr schön. So. Wir haben zwei Shuttle an Bord. Und ein bisschen Personal hier unten. So,
ist hier also sonst noch irgendwas, was hier rumliegt? Nein. Da ist doch was. Modell Quarianer. Und ein Frachtermodell. Die haben ja alles in Kisten verpackt aus meinem Büro. Also, okay. Kampfinformationszentrum. Oben im Büro müsste jetzt wieder alles halbwegs normal ausschauen. So, das heißt... Ja, Wache. Das heißt, hier haben wir dann den Besprechungsraum, der vorher irgendwo da... Da haben sie am meisten umgebaut. Der war hier in dem Bereich gewesen. Also, das heißt, ich habe hier das Kriegsterminal, womit ich dann eben eine Übersicht habe. Die Leute, Waffen, Armeen und Flotten, die sie versammelt haben, sind ihr Kriegsaktivposten. Ihre Kriegsaktivposten. Die Gesamtbereitschaft der Galaxie legt fest, wie effektiv diese Aktivposten in der letzten Schlacht sein werden. Okay, also hier sehen wir quasi unseren Spielfortschritt. Wir sind hier unter Minimum. Das bedeutet, wir haben überhaupt eine Chance. Wenn wir da nicht hinkommen, dann haben wir schon verloren. Und hier oben sehen wir, wen wir als Aktivposten haben. Wir haben das Technikkorb, wir haben eine Marinedivision. Erste Flotte, dritte Flotte, fünfte Flotte. Unsere Reporterin, die wir dazu gewonnen haben. Unser Schiff. Und da hatten wir noch ein paar Mineralienvorkommen. Okay. Und wir haben in Kalisa Binsinan Aljani. Die Frau hat so einen unmöglichen Namen. Auch für uns gewonnen. Und die bringt uns sogar 10 Punkte, während dem uns unsere Frau Ellers leider nur 5 Punkte bringt. Aber ist ja gut. So. Dann die Kriegsschauplätze. Das könnte man hier ändern, indem man regelmäßig an Online-Schlachten teilnimmt. Wobei natürlich die Online-Server für Mass Effect 3 seit Andromeda nicht mehr ganz so aktiv besucht werden, wie das mal war. Da hinten ist jetzt dann die Kommunikationszentrale mit Fleet Admiral Hackett. Oder gegebenenfalls auch dem Rat oder wer auch sonst mit uns sprechen möchte oder muss. So, damit haben wir den Rückgang über unser Schiff beendet. Commander, sehen Sie nach Ihrer neuen Rekrutin? Ja, ich wollte nur sehen, wie es Ihnen geht. Ich versuche noch, mich einzuleben. Bei der Arbeit an den Upgrades der Normandy ging ich abends immer nach Hause. Ich hatte nicht mal eine Zahnbürste oder frische Wäsche und musste alles behelfsmäßig auf der Citadel kaufen. Okay, wenn ja. Sie wieder was brauchen, fragen Sie. Wir sitzen in einem Boot. Oh, schon okay, Commander. Sie haben bestimmt größere Sorgen. Wir haben Anforderungsformulare. Meine Zahnbürste ist eine Scission Pro Mark IV, die mit Masseneffektfeldern Plaque entfernt und den Gaumen massiert. Kostet 6000 Credits. Okay, darum müssen Sie sich selber kümmern. Jedenfalls, danke für die Chance, hier bleiben zu dürfen. Sonst noch irgendwas? Ich hätte dich ja wohl schlecht irgendwo aussetzen können. So, wie sind Sie denn beim Militär gelandet? Meine Familie hatte kein Geld für die Universität. Aber als die Allianz meine Eignungstests sah, bekam ich ein Stipendium. Nach dem Abschluss kam die Pflichtzeit und dann bin ich geblieben. Das Labor war eine tolle Herausforderung. Aber der Fronteinsatz ist natürlich auch irgendwie toll. Fronteinsatz ist aber gefährlich. Es überrascht mich, dass Sie sich um eine Zahnbürste sorgen. Wir haben wichtigere Probleme. Oh, glauben Sie mir, es war schrecklich, die Reaper auf der Erde zu sehen. Aber was würde es nützen, hier im KIZ in Tränen auszubrechen? An Bord der Normandy zu sein hilft. Wenn jemand die Reaper aufhalten kann, dann Sie. Und wenn als neu markierte Nachrichten und Informationsverwaltung Ihnen helfen, dann ist es das wert. Okay. Sie waren bei der Allianzforschung? Ja, und obwohl die Quantenverknüpfung die Kommunikation erleichtern sollte, ist das Einbinden mehrerer ankommender Quellen und dann die Vernetzung mit extrapolierten, zeitverzögerten Daten zur Konstruktion einer kohärenten GUI
Es ist sehr aufregend. Für mich zumindest. Ich bin froh, dass ich dich für die Scheiße hab, weil ich verstehe kein Wort. Wo kommen Sie ursprünglich her? Einer Kolonie in den Terminus-System. Studiert habe ich auf der Erde, in Oxford. Meine Eltern waren aus London. Sie haben die Erde geliebt, wollten aber die Freiheit des Kolonielebens. Wären sie in London geblieben, wären sie jetzt wohl tot. Die Wahrscheinlichkeit besteht zumindest. Viele Menschen auf der Erde leben noch und sie zählen auf uns. Wohl wahr, Commander. Nun gut. Aber es wird Zeit, nicht nur Spezialistin, sondern auch wir, dass wir uns jetzt mal zu unserem neuen Ziel begeben. So, das ist die neue Sternkarte, auch überarbeitet. Und da sehen wir, welche Gebiete besetzt sind von den Reapern und welche noch nicht. Und wo wir jetzt aktuell was zu tun haben und wo wir jetzt momentan noch nicht hinfliegen müssen. Also die, wo wir noch nicht hinfliegen müssen, sehen wir halt noch nicht. So, in Clustern, die bereits von Reapern erobert wurden, können sie mit Hilfe des Tarnsystems der Normandie eindringen, um dort nach überlebenden Bergungsgut und wertvollen Informationen zu suchen. Das Problem ist, dass wir dabei jedes Mal Aufmerksamkeit auslösen. Das Anusbecken. Proteanisches Artefakt beschaffen. Irgendein Nest. Hades Gamma. Da hinten ist das Cerberus-Labor. Da schauen wir jetzt mal noch nicht hin. Da ist die Citadel. Da sind wir gerade. Das heißt, wir fangen jetzt wirklich hier mit dem guten Patriarchen an. Suche und Rettung. Die Normandie ist mit einem neuen und verbesserten Scan-Impuls ausgerüstet, der interessante Objekte aufspüren kann. Setzen Sie ihn ein, um Kriegsaktivposten, Artefakte, Informationen und Treibstoff zu finden, während Sie durch ein System fliegen. Beachten Sie aber, dass bei jedem Einsatz des Impulses die Chance steigt, dass Reaper in das System einfliegen, um die Lage zu sondieren. Wenn ein Reaper in ein System einfliegt, in dem sie sich befinden, sollten sie fliehen und mit der Rückkehr warten, bis sie eine Mission abgeschlossen haben. Das heißt, wir können hier durchfliegen, wir können hier mehr oder weniger alles scannen und mitnehmen. So, das ist der Impuls. So, hier finden wir nichts weiter. Weil hier ist uns ja eigentlich alles bekannt. So. Gut, das heißt, so können wir da rumfliegen und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, da eben entsprechend einfach abzuhauen, um ja, den Reapern aus dem Weg zu gehen. Im freien All folgen sie uns dann nicht mehr. Gut, das heißt, Umlaufbahn anfliegen, turianischen Primarchen. Das auf und davon. Wir haben jetzt genug gequatscht. Wir gehen da jetzt mal runter. Ja, gut, ich habe hier ein paar Aussehensoptionen mehr zur Verfügung. Wegen ein paar Bonuspaketen, die ich habe. Das Dunkle finde ich schön. So, wir nehmen die zwei mit. Aufgrund von Mangel an Alternativen. Ja. So, das bleibt wie es ist. Da muss ich mich jetzt natürlich auch noch drum kümmern, dass die hier entsprechend Feuergeschwindigkeit, die macht ein bisschen mehr Schaden und ist deutlich präziser. Das heißt, du nimmst die bitte mit. Und da hast du schon das neueste Modell. Ja, okay, da geht auch was drauf. So, mehr Schaden und mehr Stabilität.
Shredder-Mod, okay, dann mehr Shredder. Wie auch immer. Machen wir so. So, das wird auch bestätigt. Das bleibt so, ja. So, genau. Da haben wir nichts weiter. So, dann hätten wir 5 Punkte zu vergeben. Was brauchen wir hier? Wir brauchen 5 Punkte beim Werfen-Upgrade. 6 Punkte beim Kryostrahl. Offensivmeisterschaft. Seien Sie ein gewiefter Taktiker. Auch von neben dem Schlachtfeld. Schnellere und stärkere Kräfte erhöhen Waffenschaden. Mehr Geschicklichkeit. Das ist das, was ich glaube ich jetzt als nächstes hätte tun wollen, möchte, würde. Wenn ich den richtigen Knopf gedrückt hätte, habe ich aber den Verhältnis jetzt halt so wie es ist. Auch Halligalli Drecksau Party. Oh nein, nein, das ist Palavin. Ja. Wir haben dort einen alten Freund. Verdammte Scheiße. Sie werden ausgelöscht. Das stärkste Militär der Galaxie und die Reaper äschern es einfach ein. War das auf der Erde auch so? Ja. Shepard, es tut mir so leid. Ja. Commander, die LZ wird überrannt. James, öffnen Sie die Luke. Das rüttelt wirklich jeden wach. Das war daneben. Na toll. So, das mit der Landezone haben wir eingemacht. Wie geht's jetzt her? Soldat, wo ist Ihr kommandierender Offizier? Geradeaus und um die Ecke, hinter der ersten Barrikade. Okay, dann bringe ich euch mal um die Ecke. Okay. Aber ich kann mich hier noch mal ein bisschen umschauen, vielleicht ist aber was. Hab auf der Erde größere gesehen. Und zwar ziemlich viele. Bei der Göttin. Ja, super. Was nichts daran ändert, dass die hier gewaltig sind. So, hier haben wir mal nichts. Nicht schießen, Verbündete! So, den kommandierenden Offizier finden. Mit eurer Erlaubnis. Versuchen Sie es nochmal. Wenn ein Kommando an westlichen Flug fällt, haben Sie mich. Nicht, Sir. Zwei Verletzte, drei Tote. Versuchen
Blöde Statistik. So, okay. Datenpad. Lagebericht. Die Kenntnis des Terrains ist unser einziger Vorteil, aber der erhält nicht ewig, wenn sie weiterhin ihre Truppen auf uns setzen. Wir halten dieses Gebiet so lange wie möglich. Ich verlinke meinen Transponder mit dem Vital-Signal-Überwachungssystem in den Anzügen der Einheit. Wenn er ausgeht, schicken Sie so schnell wie möglich eine andere Einheit hierher. Okay. Wir könnten wirklich Luftunterstützung gebrauchen. Ich erwarte Ihre Befehle, Sir. Das ist ein Befehl. Eine Viper? Die macht etwas mehr Schaden als das, was wir jetzt haben, hat allerdings weniger Feuergeschwindigkeit, weniger Kapazität und wiegt gleich viel. Dann brauchen wir daran jetzt erstmal nichts ändern. Jedenfalls nicht, bevor wir unsere Waffen vielleicht nochmal neu modifizieren können. Okay, da kommen wir nicht drauf. Auf der Seite. Noch mehr Leichensäcke, keine Verletzten. Schulterschutz. Durchschlagsmod für Pistole. Okay. Magazin-Upgrade. Und Geld. Okay. Okay, hier kann ich modifizieren. Gut. Dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir das hier gleich machen. Mantis. Ach, das ist das neue, die Viper. Die wiegt auf jeden Fall viel weniger. Macht etwas weniger Schaden, hat gleiche. Die wiegt einfach weniger. Weniger wiegen heißt für uns natürlich. Mehr Kräfteeinsatz. Das ist für mich sehr gut. Schauen wir mal, was haben wir hier? Medizin. Datenpad. Commander Haxner, Nachschub. Sie haben uns Wintersachen geschickt. Ich weiß zwar nicht, was Sie dachten, was wir damit hier wohl anfangen sollten, aber ich nehme an, wir sollten trotzdem dankbar sein. Die Energiequellen können so umfunktioniert werden. Gesundheit. Dass Sie die Filtereinheiten unserer Kampfausrüstung betreiben. Auch ganz schön, wenn die nicht so schnell verstopfen. Okay, man nimmt, was man kriegen kann. Und macht das Beste draus. Das ist genau das, wie es laufen soll. Hier kommen wir nicht weiter. Hier ist kein kommandierender Offizier. Der muss doch hier irgendwo sein, der Lappen. Da waren wir gerade. Tobastic, bringen Sie Ihre Männer auf die Nordbarrikade. Ja, Sir. Sergeant Bartis, bringen Sie irgendwie den Kommunikationsturm zum Laufen. Sir. General? Commander Shepard, hörte schon, dass Sie kommen, hab's aber nicht geglaubt. General Corinthus. Ich bin wegen Primarch Fedorian hier. Primarch Fedorian ist tot. Sein Shuttle wurde vor einer Stunde abgeschossen, als er versuchte, den Mond zu verlassen. Das kompliziert die Sache. Wie schlimm ist es, General?
Wir haben in der letzten halben Stunde etwa 400 Männer verloren. Wir haben auf diesem Mond Lager als Vorposten aufgeschlagen, um dem Feind in die Flanke zu fallen. Eine einwandfreie Strategie, nur leider... irrelevant. Ja, genau. Die pure Stärke der Reaper macht sie anscheinend immun gegen solche Taktiken. Der Primarch und seine Männer mussten das auf die harte Tour erfahren. Tut mir leid, ich habe gehört, er war ein guter Mann. Und ein Freund. Er hätte einen ausgezeichneten Diplomaten abgegeben. Und wie geht's weiter? Die turianische Hierarchie hat ganz klare Regeln für die Nachfolge. Natürlich, General Corinthus. Bei derart schweren Verlusten kann ich nicht mit Sicherheit sagen, wer der nächste Primarch sein wird. Aber das Pelavin-Oberkommando weiß es bestimmt. Allerdings kann ich es im Moment nicht kontaktieren. Der Kommunikationsturm ist ausgefallen. Asks durchschwärmen das Gebiet. Wir kommen nicht nah genug ran, um ihn zu reparieren. Keine Sorge, General. Ich kriege Ihren Turm wieder zum Laufen. Danke, Commander. Ich kümmere mich hier um alles Weitere. Also gut, dann los. Super. Ich sehe den Kommunikationsturm. Links von der Hauptbarrikade. Vor Pelavin. Ja. Dann vorwärts! Auf und davon! Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch etwas gefallen. Nächste Folge wird wieder actionlastig. Hier wird dann wieder geballert. Für heute sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.